Wir schauen wieder auf alle wichtigen Zahlen, an denen man schnell erkennt, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Die Daten, die Sie hier sehen, die wurden von den Kollegen von ntv.de beim Robert-Koch-Institut und den Ländern gesammelt, selbst berechnet und aufbereitet. Und deswegen gehen wir an dieser Stelle auch gleich wieder rein. Schauen uns zunächst die Anzahl der aktiven Infektionen an. Das sind Stand heute aktuell nur noch 11.367 und damit 366 weniger als gestern. Diese Zahl ergibt sich aus der Gesamtzahl der bisher bekannten Infektionsfälle, abzüglich der Verstorbenen und den offiziellen Schätzungen aus den Ländern zur genesenen Zahl. Wenn wir den Blick auf die bestätigten Infektionen lenken, stellen wir fest, dass wir da nun bei 178.568 sind, also 378 mehr als gestern. Zuwachsrate sinkt in der Folge wieder leicht auf nun 0,2%. Als nächstes der Blick hier auf die Reproduktionszahl. Sie gibt hier an, wie viele Menschen ein Infizierter weiterhin ansteckt. Und da verzeichnen wir wieder einen leichten Anstieg, nämlich von 0,83 auf nun 0,94, aber dazu später noch mal genauer mehr. Die Anzahl der Todesfälle, da liegen wir jetzt bei 8.280. Das heißt, da sind noch mal 21 dazugekommen. Wir müssen bei diesen Werten jetzt aber auch den Wochenendeffekt berücksichtigen, denn einige Gesundheitsämter veröffentlichen am Wochenende ja keine Zahlen. Deswegen für ein klareres Gesamtbild lohnt sich an dieser Stelle immer auch auf der Blick auf die Durchschnittswerte bei den Neuinfektionen, nämlich im 7-Tage-Durchschnitt. Und da sehen wir, wenn wir ganz hinten reinklicken, da sind wir jetzt bei 542. Das ist ein Tiefstwert. An dieser Stelle dann der Blick auf den Reproduktionsfaktor. Da sieht man wieder, das ist tatsächlich so eine kleine Berg- und Talfahrt. Und wir haben es ja gerade schon gesehen. Der Reproduktionsfaktor, der steigt hier auf 0,94. Wird ja vom Robert-Koch-Institut berechnet. Aber es gibt ja auch diesen neuen R-Wert. Das ist nämlich ein etwas stabilerer Durchschnittswert, weil er die vergangenen 7 Tage abbildet. Und der liegt bei 0,93. Also da sehen Sie schon, die beiden jetzt tatsächlich nahezu deckungsgleich unterwegs. Und da kann man hier ganz gut hin und her wechseln. Dann als kleiner Service für Sie zu Hause natürlich an dieser Stelle wieder der Blick auf unsere interaktive Deutschlandkarte mit den Landkreisen. Die gute Nachricht ist, es ist weiterhin richtig viel grün und viele Landkreise haben auch keine Neuansteckung gemeldet. Und da wollen wir zunächst einmal schauen nach Thüringen. Da haben wir ja ganz oft hingeguckt, denn da hat die Landesregierung ja eingegriffen. Hier beispielsweise im Landkreis Greiz, da sind wir noch bei 28,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Und ähnlich sieht es auch im Landkreis Sonneberg aus mit 35,6 Neuinfektionen. Und da hat Thüringens Ministerpräsident Ramelow ja jetzt einen Vorstoß gewagt. Er will diese allgemeinen Schutzmaßnahmen weiterhin lockern, als erstes Bundesland überhaupt. Und da fragt man sich, kann das gut gehen? Denn in anderen Bundesländern, beispielsweise hier in Mecklenburg-Vorpommern, das sehen wir an der Farbgebung schon ganz schön, sieht es doch besser aus als in Thüringen. Und da sehen wir auch, da steht die Zahl der aktuellen Neuinfektionen sogar bei 0,0. Also da ist man eigentlich gefühlt schon etwas weiter. Ansonsten der Blick in unsere orange markierten Bereiche, das ist hier in Bayern der Landkreis Coburg oder eben auch der Landkreis Lichtenfels. Und dann fällt auf hier unten, da ist noch ein bisschen was rot. Das ist die kreisfreie Stadt Regensburg. Da sind wir jetzt tatsächlich bundesweit vorne mit 72,1 Neuinfektionen, die 100.000 Einwohner. Dann wollen wir aber noch ein bisschen auf andere Landkreise schauen, beispielsweise hier mal in Richtung Frankfurt, denn auch da hat sich ja was getan. Nach einem Gottesdienst sind hier die infizierten Zahlen nach oben gestiegen bei einer Baptisten. Und das verdeutlicht das Ganze ganz schön, dass hier sich das in den Zahlen gar nicht mal so auswirkt. Da sind wir jetzt bei 11,6 Neuinfektionen, die 100.000 Einwohner. Aber die Gottesdienstbesucher, die kamen ja auch aus den umliegenden Landkreisen. Deswegen ist die Zahl hier also nicht so nach oben geschnellt. Beispielsweise hier aus dem Landkreis Wetteraukreis, da sind wir bei 5,9 Infektionen. Und dann blicken wir mal hier in Richtung niederländische Grenze, in den Kreis Borken. Da sind wir bei 10,5 Neuinfektionen, die 100.000 Einwohner. Und das liegt daran, weil es nahe an der deutschen Grenze einen Ausbruch in einem Schlachtbetrieb gegeben hat. Und die Hälfte der Infizierten dort, die lebt eben in Deutschland. Und deswegen haben wir gesagt, schauen wir hier mal auf den Kreis Borken. Ansonsten fällt auf, auch hier der Landkreis Osnabrück ist noch orange hinterlegt. Dort gab es ja einen Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb. Und auch der Blick hier oben in den Landkreis Leer lohnt sich. Denn dort kam es ja im Zusammenhang mit einer Restauranteröffnung zu einem Corona-Ausbruch. Dabei sollen dann sogar Hände geschüttelt worden sein und auch zu Umarmungen sei es gekommen. Und da sind ja jetzt dann tatsächlich schon viele in Quarantäne und deswegen ist es spannend, dahin weiterhin zu schauen. Aktuell sieht das noch ganz positiv aus mit nur 4,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.
Wie das Ganze konkret zu Hause bei Ihnen in Ihrem Landkreis aussieht, das erfahren Sie immer topaktuell auf der Seite von ntv.de. Wir sehen also auch anhand dieser Karte, das Virus ist noch lange nicht ausgerottet. Und auch darüber spricht meine Kollegin Nina Lammers mit dem Epidemiologen Professor Ulrichs. Herr Ulrichs, der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow will die Verpflichtungen zum Mund-Nasen-Schutz tragen und zum Abstandsgebot aufheben und auf eine freiwillige Basis stellen. Er sagt, es gäbe in seinem Land ja kaum noch Neuinfektionen. Gehen Sie da mit oder sagen Sie, das ist zu früh? Also ich halte das für verfrüht und auch nicht für sinnvoll. Denn wir haben ja das Problem, dass wir zwar in Thüringen recht wenig Neuinfizierte messen können, aber trotzdem werden ja nicht alle getestet. Das heißt, wir sehen immer nur etwas, was also nur Teil des Ganzen ist. Und es kann sehr gut sein, dass auch in Thüringen immer noch das Virus und die Virusweiterverbreitung schwelen. Und außerdem ist es ja so, dass das Ganze für Thüringen möglicherweise gelten soll, aber eben durchaus ja auch hin und her gereist wird und man dann möglicherweise neue Fälle mit reinnimmt. Außerdem setzt das Ganze ja das falsche Signal. Bisher haben wir immer nur von Lockerungen von solchen Maßnahmen gesprochen, die wir erfolgreich eingesetzt haben und nicht vom Aufheben. Und das heißt, wir sollten jetzt ja eigentlich erstmal abwarten, wie diese Lockerungen wirken. Wir sehen ja schon an einigen Stellen, dass es da auch Probleme geben kann. Und deswegen wäre das auch aus diesem Grunde verfrüht, jetzt diese Maßnahmen ganz aufzuheben. Wir sehen einen Ausbruch in einer Baptistengemeinde in Hessen. Da sind mehr als 100 Menschen infiziert. Und wenn man sich die Bilder anguckt, dann sieht man kein Kirchengebäude, sondern ein ganz normales Gebäude. Ist das möglicherweise eine Begünstigung für einen Ausbruch? In anderen Kirchen haben wir ja sehr, sehr hohe Räume, sodass die Luft anders zirkulieren kann, möglicherweise als in so einem ganz normalen Raum. Was würden Sie als Epidemiologe sagen? Es ist völlig richtig, dass wenn ich hohe Räume habe, habe ich auch natürlich einen größeren Luftraum. Dann ist das Risiko etwas geringer. Aber grundsätzlich gilt natürlich, bei allen geschlossenen Räumen ist das Risiko größer, als wenn Versammlungen im Freien stattfinden, beispielsweise auch Gottesdienste natürlich. Aber es ist eben so, dass man hier nochmal wirklich genau im Detail gucken muss, woran es jetzt genau gelegen hat. Seit mehreren Wochen finden wieder Gottesdienste in ganz Deutschland statt. Das ist jetzt der erste Fall von einer massenhaften Infektion, der uns jetzt bekannt wurde. Glauben Sie, dass es sein kann, dass da Schutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden? Denn es ist ja schon verwunderlich, dass man viele Gottesdienste in Deutschland hat, wo nichts passiert und dort auf einmal ein Ausbruchsgeschehen mit über 100 Infizierten. Was ja ganz wichtig ist, dass man während der Gottesdienste beispielsweise auch nicht singt. Denn das trägt ja nochmal sehr zur Aerosolbildung bei, auch wenn man dabei Mundschutz trägt. Das heißt, also solche Dinge müssen nochmal genau nachgehalten werden, eben nicht jetzt, um da etwas zu brandmarken, sondern einfach, um die Ursachen aufzuklären und um es dann in den Vorgaben dann besser zu machen. Herr Ulrichs, für viele Menschen in Deutschland geht jetzt das Alltagsleben so richtig wieder los, natürlich mit Mindestabständen, natürlich mit Mundschutz tragen. Nur für eine Gruppe in diesem Land ist eigentlich die Beschränkung noch so geblieben, wie sie vorher war, zumindest weitgehend, und das sind die Kinder. Viele können noch nicht wieder zurück in die Kitas und auch der Schulunterricht findet nur für einige Klassenstufen statt und manchmal auch nur für wenige Stunden pro Woche. Ist das noch gerechtfertigt? Sind Kinder wirklich so eine große Gefahr, epidemiologisch gesehen? Na, es gibt schon Studien dazu, die die verschiedenen Altersgruppen untersucht haben, nämlich bezüglich ihrer Viruslast und auch der Weiterverbreitungsfähigkeit. Und da sind Kinder nicht anders als Erwachsene. Das heißt, sie haben also auch Viren dann, die sie eben entsprechend verbreiten können. Deswegen ist hier genauso Vorsicht geboten wie in anderen Altersgruppen. Aber natürlich das Beschulen und eben auch das Eröffnen von Kitas ist natürlich ganz wichtig. Und man muss sehen, ob man da nicht doch irgendwelche Konzepte entwickeln kann, abhängig von den Gegebenheiten, also der Größe der Räume und so weiter, wie man das nicht doch hinkriegen kann. Es gibt ja viele Nebenwirkungen, die auch Ausgangsbeschränkungen und Einschränkungen haben können. Was glauben Sie, sind die größten Nebenwirkungen, die jetzt die Kinder und Jugendlichen davontragen, wenn jetzt die Beschulung nicht weitergeht und auch der Kita-Besuch weiter verboten bleibt? Aus gesundheitlichen Gründen ist es ja so, dass also die normale psychische Entwicklung natürlich auch die Kontakte untereinander bedingen. Also das ist etwas, was jetzt fehlt, weil die Kinder hauptsächlich in den Familien bleiben und nur sehr wenige Kontakte zu Gleichaltrigen haben. Das ist etwas, was wirklich schmerzlich vermisst wird. Und da sollte man sehen, dass wir, soweit es irgendwie geht, da wieder eine gewisse Normalität reinbringen können. Herr Professor Ulrichs, vielen Dank für heute.
Danke, Nina Lammers. Und dann der internationale Blick an dieser Stelle noch. Die USA melden jetzt knapp hier 100.000 Todesfälle. Und man verbietet dort ja jetzt auch die Einreise aus Brasilien. Denn das sehen wir hier, das größte Land Südamerikas ist nun auf Rang 2 mit den meisten Infektionen vorgerückt. Dort gibt es aktuell 363.211 Infizierte. Und zudem gibt das Land an, dass 22.666 Menschen bislang an Covid-19 gestorben seien. Und das sieht man auch hier, die Lage, die entspannt sich tatsächlich nicht. Diese Kurve hier, die steigt weiter deutlich an. Aber mit dem Blick da rein stellen wir auch fest, diese Sprünge, die wir in der letzten Woche schon angesprochen haben, hier von 20.000 Infizierten pro Tag, die sind jetzt etwas zurückgegangen. Wir sind bei nur noch 15.000 Infizierten pro Tag, aber das sind trotzdem eine ganze Menge. Deswegen lohnt sich auch hier weiterhin der Blick drauf. Soweit also der tagesaktuelle Überblick für heute. All diese Zahlen finden Sie auch auf ntv.de. Dort